Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kavsat Bifi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Lohnt es sich. Einem lang ersehnten Lohnt es sich. Aber machen wir erstmal ein bisschen Prologarbeit. Ich mag meine Retro-Konsolen sehr gerne. Ich habe sie auch alle einsatzbereit. Und mit einsatzbereit meine ich wirklich zwei Schalter drücken und ich kann schön retromäßig dann auf dem modernen Fernseher. Diese Technik habe ich mir 2012 ausgedacht. Die basiert halt komplett auf einem Kompositsignal mit einem Composite-Switch, einem eigentlich gedachten VHS-Signaltransformator. Nein, eigentlich ist es nur so ein blöder Umwandler, der SCART auf HDMI macht und noch ein paar andere schöne Optionen hat, wie den Kopierschutz HDCP umgehen, was bei dem PlayStation TV sehr hilfreich ist, weil man es da ja leider nicht abschalten kann. Danke, Sony. Super Arbeit. Auf jeden Fall, das war meine Technik bislang. In Folge der Jahre habe ich dann festgestellt, ich muss da unbedingt mal ran. Die moderne Zeit, weil auch der Adapter mir auch eigentlich mehr und mehr zum Hals raushängt. Er hat Nachteile. Er muss permanent an sein, er frisst permanent Strom. Er ist halt immer an und blockiert auch immer ein HDMI-Signal an dem HDMI-Switch. Und ich habe jetzt gesagt, so jetzt reicht es mir. Nachdem ich dann auch irgendwie 3-4 Mal über irgendwelche Composite-Kabel ein Gewischt bekommen habe, habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir. Ich muss da aktiv was tun und habe daraufhin dann angefangen, mit HDMI-Adaptern zu arbeiten. HDMI-Adapter, ich habe die Erfahrung mit den Wii zu HDMI-Adaptern gemacht. Und die waren alle Kernschrott. Also ich glaube, ich habe 5 Adapter gekauft und alle 5 waren im Popo. Wenn man die dann aufgeschraubt hat, wusste man dann, warum die im 5 Popo waren. Das ist halt nicht geil ausgereifte Technik gewesen. Es war halt quasi so ein, wir haben noch ein paar Partien, okay. So, Wii zu HDMI, PS2 zu HDMI und weiß der Teufel alles. Nicht geile Technik. Geile Technik kam dann erst, wenn man wirklich wieder ein bisschen mehr Geld reinlegt, also nicht die 20-30 Euro, sondern wir reden jetzt hier von Größenordnung 70, 90, 120 Euro. Zum Beispiel von der Firma E.ON. Ne? E.ON hat mich da als erstes gecatcht mit dem GCHD Mark 1. Der GCHD Mark 2, der Welten besser ist, erst recht, weil er einen Komponentenadapter hat und wesentlich mehr PAL-Spiele unterstützt. Da hatte der Mark 1 wesentlich viele Probleme, wie zum Beispiel mit Smash Football, Resident Evil 0, 1, 2, 3. Bei 2 besitze ich gar nicht. Okay, 1 und 2 nicht. Aber dafür Star Wars Rogue Leader. Es ist ätzend, weil klar, das ist halt damals gemacht. Deswegen sieht das Spiel auch immer noch so geil aus. Du hast Zwischensequenzen und du hast halt Gameplay. Und dazwischen wird die Auflösung geändert. Und da kommt dann halt der GCHD außer Sync. Ist ein Problem bei HDMI-Adapter, dass die dann halt irgendwie die Synchronisation verlieren und sich neu kalibrieren müssen mit dem Endgerät. Das Problem haben wir dann auch gehabt bei den Mark II, was aber auch nicht so schlimm ist. Und der Super 64 ist dann quasi das letzte Gerät, was ich bei E.ON gekauft habe, wo ich aber gesagt habe, den kann ich auf jeden Fall benutzen für meinen NTSC N64, der macht einen guten Job. Gut, Danger the Go kommt dann halt kein Danger the Go, aber wenn es nur das ist, ist alles cool. Es ist funktioniert und das ist sehr, sehr gut. Ja, bei einem Test vom Super 64, wo ich darauf aufmerksam hatte, ey, da gibt's doch was von RetroTink. Red 2X, ein geiles Teil. Haben wir auch schon analysiert, gemacht für die alten Nintendo-Konsolen. Es gibt Varianten für einige Sega-Konsolen. Ich meine, da war auch der Mega Drive und der Saturn dabei, bin ich aber die ganze Zeit und halt für die PS1. Bei der PS1 muss man das Ding aber noch zusätzlich versorgen. Adapter, die man zusätzlich versorgen muss, sind nicht geil. Das war auch direkt ein K.O.-Kriterium für mich, dass ich sowas nicht haben möchte. Kein Bock. Macht mir zu viel Arbeit. Macht auch nur zu Probleme. Ich habe ja schon Probleme, meine Mini-Konsolen anzuschließen. Das ist der Grund, warum das PlayStation Mini maximal 3-mal an war, weil ich ihn halt nicht mit meinem Fernseher kombinieren kann. Heute habe ich ein anderes Problem, ein Platzproblem. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Auf jeden Fall war ich dann auf der Suche nach weiteren HDMI-Adaptern und nach dem Red 2X hat mir noch einer gesagt, so hey, da gibt's noch Produkte von der Firma Kaiko. Kaiko, ungeschriebenes Blatt, kenne ich nicht. Haben wir dann auch analysiert, und zwar den Dreamcast zu HDMI-Adapter, den wir in einem Video betrachtet haben, wo ich
oder leicht begeistert war. Klar, okay, ich habe jetzt keine VGA-kompatiblen Spiele wie ein Mr. Driller zum Beispiel, aber für die paar Spiele, die ich für den Dreamcast habe, ist das Ding optimal. Gut, meine Dreamcast hat allgemein noch ein kleines Problem, aber das war schon cool. Ne, satte Farben, super schön knackig scharf. Hammer. Hammer geil. Sägezahnkanten Deluxe. Na gut, okay, gegen Sägezahnkanten Deluxe habe ich ja noch den M-Classic, der da hinten noch steht. Den haben wir dann zusammen in Kombination ausgebracht. Top. Top, die Watte quillt. Und direkt so, geil. Kaiko, super geiles Gerät. Die haben in ihrer Produktpalette noch Adapter für die PS2. Die haben noch in der Palette noch Adapter für die alten Nintendo-Konsolen, sowie auch der Red2X, nur dass der Red2X halt kein S-Video kann. Das kann dann, wie gesagt, der Adapter von der Firma Kaiko, dass der dann bei PAL N64 dann halt auch per Schalter die Möglichkeit hat, zwischen Composite und S-Video zu schalten. Na gut, wenn dein N64 kein S-Video kann, dann ist auch noch so eine Sache, weil die PAL N64 können von Hause aus kein RGB. Das müsste man umbauen, das heißt, man müsste Lötkolben ran und ein bisschen was modifizieren. Einige N64 aus den PAL-Regionen können S-Video, einige wiederum nicht und leider kann man das nicht so wirklich herausfinden, wann, wo und welcher es nicht kann. Auf jeden Fall, so einen Adapter habe ich jetzt auch gekauft. Jetzt im Nachhinein, weil ich gesagt habe, so, oh, jetzt kann ich ihn wieder bei Amazon kaufen. Übrigens, die sind auch bei Amazon erhältlich, der Dreamcast HDMI-Adapter. So wie auch den Adapter, den wir heute vorstellen. Der OG Xbox zu HDMI-Adapter. Ja, eigentlich eine geile Idee, ne? Gerade die OG Xbox war ja eine der Konsolen, die halt auch Komponentenkabelunterstützung hatte. Das war die erste Konsole, die auflösungstechnisch auch was mit 1080i machen konnte, was auch sehr cool war. Und ich mag meine Xbox. Fakt. Es gibt ein paar Spiele, klar, die kann ich heutzutage auf einer Xbox One spielen über die Abwärtskompatibilität. Rückwärts, nein, Abwärtskompatibilität. Wie zum Beispiel Conquer Life and Reloaded oder seit dem Anniversary, ne, 15 Jahre, nee, 20 Jahre Xbox feiern wir, haben wir am 15.11. gefeiert mit Halo. Und ja, Gun Valkyrie ist ja auch möglich jetzt damit auch in der Xbox One zu spielen, was mich dann auch freut. Aber viele Spiele funktionieren halt noch nicht. Nehmen wir einfach ein Crazy Taxi 3 läuft noch nicht. Und dafür brauche ich halt noch meine OG Xbox, weil ich liebe Crazy Taxi. Und Crazy Taxi möchte ich schon in der Crazy Taxi 3 Version spielen, weil es ja wirklich alles beinhaltet. Alte Strecken aus dem ersten Teil, die neuen Strecken aus dem zweiten und die ganz, ganz neuen Strecken und Xbox-exklusiven Strecken für ja, die Xbox. Und leider gibt es noch einen PC-Port, aber ich habe halt die Xbox-Version. Ich bin Konsolenspieler, ich mag meine Xbox. Ja, und eigentlich mit dem Adapter geht ein großartiges Dilemma los. Der Adapter kam an, ich war hocherfreut, wollte das Ding testen und habe direkt gesagt, so, da stimmt was nicht. Ich habe Signalprobleme gehabt, ich hatte Laufzeitprobleme gehabt und irgendwie lief mein Crazy Taxi nicht. Drei Kriterien, was dafür sorgt, so, irgendwas stimmt doch da nicht. Gut, die Ladezeiten, Dings, da habe ich gesagt, so, okay, gut, das kann ich nochmal so einzeln prüfen. Sehen wir erstmal zu, dass wir das Signalproblem in den Griff kriegen. Also habe ich die Firma Kaiko über Twitter mal angehauen, beziehungsweise ich habe einen Tweet rausgehauen mit den Worten, ey, irgendwas stimmt doch da nicht, kann mir da irgendjemand helfen? Und der Support von Kaiko hat mich direkt angeschrieben und hat gesagt, ey, Dude, was ist los? Alles okay bei dir. Und ich habe ihnen den Problem geschildert und die haben direkt gesagt, du, ist überhaupt kein Problem, sag mir mal sämtliche Daten, wir schicken dir einen neuen zu. Der neue kam hier rein, irgendwie 14 Tage später, ging relativ flott. Ne, man muss ja auch bedenken, Kaiko, ich habe die Adapter, den Dreamcast und Xbox-Adapter, den habe ich in England bestellt. England, aufgrund des Brexit und der Tatsache, dass sie nicht mehr Teil der EU sind, ist mit Zollkosten verbunden. Das heißt, ich hatte eh schon Panik im Kopf gehabt, so, oh nein, jetzt schicken die mir noch einen zu und das geht über den Zoll und dann muss ich noch Zollgebühren darauf zahlen. Naja, ich war gefasst, ich musste keine Zollgebühren drauf zahlen, das Ding ging so durch, weil wahrscheinlich irgendwie Retoure war oder sonst irgendwas. Und ich konnte den alten wegschicken, den neuen anschließen und feststellen, das löst das Problem nicht. Also, Kaiko Support angeschrieben und auch direkt gesagt, so, eventuell liegt das Problem nicht bei euch. Ich habe die Xbox dann an einem Wochenende aufgeschraubt und festgestellt, scheiße, meine Xbox liegt im Sterben.
die Zeit tickt. Die Kondensatoren, die Elkos, alle mit einer kleinen Borke, zum größten Teil alle schon ein bisschen proper, als sie eigentlich sein sollten. Und mein Gedanke war nur, du musst jetzt was tun. Deine Xbox liegt im Sterben. Also habe ich an einem wunderschönen Mai-Feiertag, Christi Himmelfahrt oder die Xbox Himmelfahrt, habe ich in einem 12-Stunden-Akt die Xbox auseinandergenommen. Kondensatoren sowohl im Netzteil, weil im Netzteil leider auch einer war, der nicht mehr ganz so sauber war, getauscht und halt auch das Mainboard, die Kondensatoren getauscht. Ich habe eigentlich gedacht, das Netzteil, das wird schlimm, bis ich dann festgestellt habe, das Mainboard, das war der Löwenanteil. Da waren viele Kondensatoren, die Punkte waren sehr klein und ich habe einfach das falsche Werkzeug gehabt. Aber Xbox Himmelfahrt, Xbox hatte zu dem Zeitpunkt genau zwei Zustände, entweder ich bin tot oder ich lebe. Ich habe sie angeschlossen mit fliegenden Kabeln, weil ich immer die Möglichkeit haben wollte, ganz schnell den Stecker zu ziehen, falls irgendwas in Rauch aufgeht. Und ich hatte Glück gehabt. Xbox lief. Xbox lief da noch mit dem Komposit-Kabel, weil es halt frei lag, ne, offene Verdrahtung. Und es lief. Es lief wunderbar. Ich konnte Crazy Taxi spielen. Zwar immer noch mit Laufzeitproblemen. Nee, da hatte ich noch keine Laufzeitprobleme. Laufzeitproblem hatte ich, als ich dann den neuen Kondensator bestellt habe, weil den Kondensator, den ich vorher auf dem Netzteil hatte, der war zu hoch. Ganz wichtig für euch vielleicht, wenn ihr auch mal sowas machen wollt, betrachtet die Kondensatoren nicht nur in der Kapazitätsgröße, sondern auch in der Aufbaugröße, weil sonst könnte es Probleme sorgen. Also ich habe meine Xbox halt nicht zubekommen und habe daraufhin gesagt, okay, musst du nochmal dran. Also nochmal viermal Kondensatoren bestellt, weil das dann ja auch nochmal wichtig war, dass der etwas größere, mit der etwas größeren Kapazität besser mit den Ladezeiten zurechtkam, weil die Xbox dann mehr Versorgung bekommen hat als andersrum. Naja, lange Rede, kurzes Spiel. Ich hatte eine funktionierende Xbox wieder. Ich hatte wieder meine Portion Crazy Taxi wieder intus. Ich war sehr glücklich an dem Tag. Der Tag war sehr lang. Und genau da war das Problem. Der war zu lang. Ein paar Tage später wollte ich dann anfangen, die ersten Tests zu machen mit den Adapter und stellte fest, so toll ist das jetzt auch irgendwie nicht. Klar, Ladezeiten, Crazy Taxi sind weg, aber irgendwie, da muss man nochmal genauer analysieren. Deswegen, dieses lohnt es sich, ist halt meine persönliche Meinung. Ich habe eine Xbox, an der ich gefummelt habe. Eventuell aufgrund des Alters ist eventuell noch mehr kaputt, als ich denke. Aber es reicht für mich zumindest aus, um es euch zu zeigen, was der Kaiko kann. Weil auch wenn das jetzt in dem Fall riesen viel Arbeit gesorgt hat, bin ich immer noch ein Fan von den Adaptern von Kaiko. Genug gequatscht, gucken wir uns mal an, wie der Kaiko im Vergleich zu meiner alten Technik, ne, Magenta-Anteil inklusive, spielt. Da habe ich mir ein paar Spiele rausgesucht. Leider zum größten Teil sind es Rennspiele geworden, aber die Xbox ist für mich auch keine kleine Rennspielkonsole. Mit Outrun, Crazy Taxi und so weiter. Na gut, gucken wir uns mal das Material an. Starten wir unseren Vergleich einfach mal mit Tron 2.0 Killer Apps für die Xbox. Ein großartiger Titel, den wir auch live gespielt haben. Auch hier der Hintergedanke, wir haben ihn damals mit den alten Composite-Adapter gespielt, den ich euch gezeigt habe. Und wir wissen ja schon, ja, er hat einen kleinen Rotanteil drinne, wodurch das Blau in dem Composite-Signal etwas strahlender ist als beim Kaiko-Adapter. Der Kaiko basiert, wie gesagt, auf Komponentensignal und macht einen guten Job. Also es sieht optisch, die Signale sehen super aus. Aber man merkt beim Composite, dass durch den Rotanteil das Blau schon fast anfängt zu strahlen. Stört mich jetzt nicht, es könnte aber trotzdem irritierend sein. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, der HDMI-Adapter von Kaiko hat einen leichten Grauanteil. Vielleicht weil das RGB limitiert ist, keine Ahnung, aber im ersten Go würde ich sagen, beide Signale gefallen mir gut. Da muss man echt überlegen, was man jetzt priorisiert. Den leicht gräulich-grünen Anteil von dem Kaiko-Adapter oder halt meinen sehr, sehr krassen Rotstich, wodurch das Spiel natürlich sehr extrem blau wirkt. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel, das wäre nämlich dann Outrun. Bei der Menüfarbe von Outrun 2 merkt man schon so, okay, krasse Unterschiede. Erst recht, weil die Menüfarbe beim Composite so blau ist, während sie
mit Kaiko so ein Ozeanblau hat, was, glaube ich, richtiger ist. Ich habe das Problem, ich habe das Spiel halt immer mit Rotstich gespielt, deswegen finde ich auch die knalligere Farbe, die die Composite-Signal ausspuckt, einfach spricht mich mehr an als das, ja, sehr viel Graue beim Kaiko-Adapter. Aber gut, ist halt eins Problem. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen so, ey, Moment, die Bildanpassung, wie viel, das passt ja vorne und hinten nicht, was ist denn da passiert? Ich habe bei der Aufzeichnung Mist gebaut. Ich habe beim Composite habe ich das Signal in 4:3 aufgenommen. Und beim Kaiko habe ich dann gesagt, so komm, Komponent, das kann 16:9, haust du mal rein. Und ja, OutRun ist eines der Spiele, die auch 16:9 unterstützen. Deswegen seht ihr es ja jetzt in der Bildanpassung 16:9. Und ja, es passt nicht ganz genau. Das kann daran liegen, dass ich es halt mit Augenmaß machen musste. Und da kann es eventuell sein, dass da der Lamborghini halt leider ein bisschen schmaler ist beim Kaiko als beim Composite. Aber nicht irritieren lassen, das ist Augenmaß, das ist, hat nichts mit den Signalen zu tun. Beide Adapter machen hier natürlich immer noch einen guten Job, wobei ich immer noch sagen muss, da ich OutRun halt nicht anders kenne, mir gefällt es bunter lieber. Ne, dieser Grauschleier, der ist mega irritierend, aber leider kann man es dann beim Kaiko leider nicht abschalten, weil er halt keine Bedienoberfläche besitzt, wie zum Beispiel ein RetroTINK. Aber trotzdem sehen beide Signale gut aus. Ich habe keine Sync-Probleme, die man ja normalerweise bei diesen Adapter kennt. Die sowas kenne ich eigentlich nur beim GCHD Mark 1 und beim Super 64, wo ich die Probleme bei Netgear Go ja schon in einem Video behandelt habe. Beide Signale laufen, ich habe keine Sync-Probleme. Mir gefällt es recht gut. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde so Clicky Bunti nehmen, wie es beim Composite-Signal zu zeigen ist und nicht wie beim HDMI-Adapter von Kaiko. Aber wie sieht das aus bei Spielen, die nicht so knallig bunt sind? Wie zum Beispiel ein Flatout. Wechseln wir mal zum nächsten Spiel. Ah, Flatout von Bugbears. Genau, das Demolition-Spiel, was, glaube ich, jetzt unter einem anderen Namen für aktuelle Plattformen rausgekommen ist. Wreckfest heißt es da. Auch großartiges Spiel habe ich auch schon angespielt über den Game Pass. Na, aber kommen wir zurück zu Flatout. Flatout, auch hier im Menü sieht man, okay, das Spiel ist halt grau, aber irgendwie der Composite-Adapter macht da einen guten Eindruck mit den Farben, während der Kaiko irgendwie so einen komischen Filter-Schleier darauf wieder hat. Na gut, man muss aber auch hier sagen, ich kenne das Spiel leider mit dem Composite-Adapter schon länger, weil ich nichts anderes vorher hatte und ich mag es halt auch genau so, wenn ich an meinen kleinen grauen Flitzer gucke und sehe Pepper, denke ich automatisch an die Pfefferminz-Kaugummis von damals als Kind. Während ich beim Kaiko rüber gucke und mir denke, ey Mann, irgendwas stimmt doch da nicht. Das Grau ist irgendwie zu einem Grünschleier geworden und turnt mich sogar ein bisschen ab. Klar, beim Spielen ist mir das natürlich nicht so aufgefallen. Jetzt erst im Überblick sieht man, ey Mann, es sieht halt mit Rotstich dann doch leider besser aus als mit dem Kaiko-Adapter. Aber trotzdem, beide machen eine gute Performance. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Auch wenn ich beim Kaiko immer noch das Gefühl habe, irgendwie ist da ein Grauschleier drin. Naja, aber meine Fahrkünste werden dadurch halt nicht besser. Trotzdem, geiles Spiel, Flatout. Ich glaube, das zeige ich euch auch noch mal so in einem weiteren Video, weil es halt immer noch Spaß macht. Und grafisch auch eigentlich nicht so extrem gealtert ist wie andere Rennspiele aus dieser Generation. Aber gut, auch hier keine Probleme. Kaiko macht einen guten Job, ist also auch eine gute Alternative. Aber ich habe leider auch ein Spiel, wo es Probleme gab. Und naja, schalten wir mal zum letzten Spiel. Halt, stopp! Moment mal. Echt jetzt? Zeigst du jetzt hier wirklich Extreme Volleyball? Ja, Mann, Dead or Alive Extreme Volleyball ist das erste Spiel, wo ich mir dachte so, Moment, da stimmt doch irgendwas nicht. Ich hab's im Intro gesehen, ich hab's dann im Hauptmenü gesehen und ich habe es auch leider im Gameplay gesehen und ich werde es euch nochmal zeigen. Es sind horizontale Streifen beim Kaiko HDMI Adapter vorhanden. Ich weiß nicht, woher die kommen. Ich habe auch leider kein Vergleichvideo im Internet gefunden, die eventuell diese ähnlichen Probleme haben. Irgendwie bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf
YouTubes erden, die dieses Problem haben. Ich habe horizontale Streifen in diesen Spielen. Und in den anderen Spielen, die ihr bereits gesehen habt, sind sie auch drin. Sie fallen wahrscheinlich nicht so extrem auf. Aber gerade bei Dead or Alive Extreme Volleyball ist es mir aufgefallen und seitdem sehe ich nur noch wellige Hintergründe. Es ist ein bisschen sehr nervig, erst recht, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Szene von Helena sehen, wie sie am Pool sich räkelt. Achtet auf den Himmel, es sieht irgendwie sehr komisch aus. Diese Streifen sind da und ich kann es mir leider nicht erklären, woher sie kommen. Der Grund war eigentlich, warum ich die Xbox aufgemacht habe, genau diese Streifen. Und ich habe jeden Kondensator getauscht, bis auf die SMD-Bausteine. Es könnten eventuell noch die SMD-Bausteine sein. Aber damit ich mal unter diesem Thema einen Strich kriege, werde ich sie einfach behandeln. Wahrscheinlich wird meine Xbox Probleme haben mit dem Videoausgang, und also im Komponentenbereich. Und deswegen sehe ich diese Streifen. In Composite-Signal ist dabei wieder alles tutti frutti. Da habe ich ja das Problem, was ich ja bereits schon kenne, dass ich einen Rotstich habe. Dadurch wirkt Helenas Haut auch ein bisschen aus, als wäre sie zu pink. Aber wenn es nur das Problem ist, ist alles okay. Naja. Aber das war, wie gesagt, das Ding, was mir extrem aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, ey, das muss ich unbedingt behandeln. Und vielleicht gibt es da draußen jemanden, der mir sogar sagen kann, woran es liegt. Wie gesagt, Xbox nicht gemoddet. Die Elko-Kondensatoren sind alle neu. Vielleicht gibt es da draußen irgendjemanden, der da eine Idee hat, woran es liegen könnte. Das ist der Grund, warum lohnt es sich hier bei mir eigentlich immer gut ausgehen, weil schlechte Sachen review ich eigentlich in der Regel nicht. Na, da habe ich schon in der Vergangenheit immer wieder Erfahrung gemacht, so wenn ich von einem Produkt nicht begeistert bin, mache ich es nicht. Aber hier war es halt wichtig, weil es die komplette Geschichte erzählt, die eventuell einen anderen auch widerfahren sein könnte, dass er gesagt hat, so hey, den Adapter, den kaufe ich mir, und warum macht meine Xbox Probleme? Ich konnte das Problem nicht lösen. Mein Mainboard hat die Revision 1.4 und ich weiß nicht, was sie hat. Eventuell funktioniert der Adapter besser mit einem anderen Revision, mit einer Revision 1.6, mit der letzten, mit der allerletzten, mit einer, sagen wir einfach mal, mit einer Crystal Xbox, ne, die jetzt in PAL-Region auch die letzte Revision hatte. Mit meiner transparent grünen und der Tatsache, dass sie Probleme hatte, funktioniert der Adapter leider nicht. Ich werde hier weiterhin auf ein Composite-Signal-Kabel leider bleiben. Aber das Schöne ist, der Umwandler mit dem Magentanteil, der fliegt eh raus, weil ich mir ja auch nach der ganzen Projektgeschichte hier habe ich mir einen RetroTINK 5X geholt. Das heißt, meine ganze Composite-Technik wird jetzt einfach rübergeschwappt auf den RetroTINK 5X. Das heißt, insgesamt sind es noch zwei Konsolen, die halt über ein Composite-Signal arbeiten. Die Xbox wird weiterhin auf Composite bleiben. Eventuell muss ich noch die andere Konsole noch anpassen. Das ist nämlich noch meine PS2. Aber da muss ich noch gucken, ob ich da eventuell noch Möglichkeiten habe, mit einem Komponentenkabel eventuell noch ein schönes Signal rauszuholen, weil der RetroTINK halt auch einen Komponentenausgang hat, der super ist. Habt ihr ja in den Videos gesehen, wo ich mit der amerikanischen Wii gearbeitet habe. Ist ein großartiges Gerät. Aber ich kann bei dem Kabel jetzt nicht sagen, ob es sich wirklich lohnt. Es ist immer noch ein geiles Konzept, einen Dongle anzuschließen, wirklich in die Konsole rein, hier HDMI raus und HDMI in den Fernseher rein. Es ist immer noch eine geile Idee. Nur bei meinem Fall funktioniert es leider nicht. Ne? Und da möchte ich auch nochmal einen großen Dank an Kaiko. Schöne Grüße. Vielen Dank für den Support, den ihr geleistet habt. Ich werde bei euch weiterhin Kunde bleiben, weil ich halt immer noch denke, ne, und auch immer noch ein kleines bisschen begeistert bin von dem Dreamcast, dass die halt immer noch ein geiles Produkt machen. Ich habe auch ein weiteres bestellt. Hab's aber jetzt nicht direkt bei euch bestellt, sondern bei Amazon. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Ich muss dafür ja schließlich auch einen Monat warten, bis das Ding dann hier ist. Aber das wird, denke ich, gut. Dann kann ich auch mal gucken, ob der N64 das Video kann und testen wir das auch mal im Vergleich zum Red 2X. Da freue ich mich megamäßig drauf. Aber das wird ein Projekt sein für nächstes Jahr. Ich hoffe, das Video war informativ.
Ich hoffe, ich habe euch die Ohren nicht zu sehr vollgeheult mit meiner Xbox. Xbox ist 20 Jahre alt und auch hier wieder der Hinweis, kümmert euch um eure alten Konsolen, sonst sind sie schneller über den Jordan, als ihr denkt. Und eigentlich ist es wichtig, dass wir sowas, gerade als Sammler, als Collector, als Historiker, kann man sogar schon fast sagen, dass wir versuchen, die Geräte so lange ans Laufen zu halten, damit wir das Wissen über diese Spiele auch weitergeben können an Generationen, die mit den Spielen nicht aufgewachsen sind. So, und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne Adventszeit. Ne, das kann ich auch sagen, weil es wirklich das letzte Video ist, offizielle Video vor dem Adventskalender. Und wir sehen uns dann mit Zipfelmütze im nächsten Video. Haut rein. Ciao.